Wir saßen auf den Stufen vorm Haupteingang. Den Korb hatten wir seitlich unter der Treppe versteckt und warteten. Wir waren ziemlich albern drauf und mindestens so aufgeregt wie er da drin. Dann stand er mit einem Mal in der Tür. Er hatte den Kopf wie eine Tomate, grinste aber sofort und da wussten wir, er hatte es geschafft. Biggie sprang wie eine Wahnsinnige die Stufen hoch, fiel ihm um den Hals und knutschte ihn. Dann kamen die beiden runter. »Glückwunsch, Alter«, sagte Bene und gab ihm die Hand. Ich nahm ihn einfach in die Arme und klopfte ihm kurz auf den Rücken. Als wir uns umdrehten, heulte Biggie, lachte aber dabei, während sie sich die Tränen wegwischte. »Ich bin so froh«, sagte sie und gab Pille nochmal einen Kuss. Dann kroch sie unter die Treppe und holte den Korb hervor. »Hey, wollt ihr mir jetzt etwa einen Fresskorb schenken zur Feier des Tages?« »Nein, wir fahren jetzt zusammen raus ins Grüne und machen ein Picknick.« »Ey, tolle Idee.« Wir fuhren mit den Rädern raus an den Stadtrand, wo wir uns eine Wiese zwischen einem kleinen Waldstück und einem breiten Bach mit Trauerweiden ausgesucht hatten. Leute, ich hab's tatsächlich geschafft. Pille ließ sich rückwärts ins Gras fallen und sah in den Himmel. Aber wisst ihr was? Es war trotzdem blankes Mitleid. Und der blöde Ohm hat es auch gesagt. Sowohl in Physik als auch in Mathe hätte er mich durchfallen lassen können. Aber die anderen Noten seien ja recht gut und er wolle einem jungen Menschen, der mal vom Weg abgekommen sei, nicht die Zukunft verbauen. In diesem Schuljahr müsse ich aber deutlich zulegen in seinen Fächern, das stünde fest. Dieses Arschloch. Das hat er echt gesagt? Fragte Biggie. An so einem Tag? Statt dass der was Positives sagt. Ach, das ist sowieso ein Wichser, sagte Bene. Wir packten den Korb aus. Dann wickelte Biggie die Flasche Sekt aus dem feuchten Zeitungspapier. Und sie hatte tatsächlich richtige Gläser mitgenommen. Ich dachte, wir stoßen jetzt so richtig an. Deine Arbeit all die Wochen hat sich doch gelohnt. Pille nickte und lächelte. Wir hielten unsere Gläser hin und sie schenkte ein. Also, herzlichen Glückwunsch. Dann begannen wir zu mampfen. Wir quatschten über Gott und die Welt, alberten rum, aßen und waren auch schnell ein bisschen angetüdelt. Als die Gläser leer waren, bekam Pille den Rest aus der Flasche. Ich lag auf einen Arm gestützt im Gras. Ich konnte die Erde riechen und beobachtete einen Käfer. Pille wurde auf einmal schweigsam. Er reagierte gar nicht mehr. Ich sah zu ihm rüber. Seine Augen waren unruhig, als würde er etwas suchen. Er wirkte angespannt auf einmal. »Was ist?«, fragte ich. »Nichts.« Und dann kam dieser verdammte Hubschrauber. Warum kommt ausgerechnet in so einem Moment ein Hubschrauber angeflogen? Wahrscheinlich hätten wir drei den gar nicht registriert, aber Pille sah wie vom Blitz getroffen in den Himmel, sprang auf und lief los wie ein Angestochener. »Weg hier! Versteckt euch!« brüllte er zu uns zurück und rannte in einem Affentempo durchs Gras. Wir lachten, weil wir dachten, er würde eine Show abziehen. Weiter vorne warf sich Pille unter einen Busch, während der Hubschrauber hoch oben über die Wiese flog. Pille kroch um den Busch herum und rannte erneut los. »Kommt weg hier!« Jetzt war uns nicht mehr so recht zum Lachen. Irgendwie stimmt hier doch was nicht. »Joshua?« rief Biggie. »Hey, Josh, jetzt komm zurück!« brüllte Benedikt. Ich sah ihm einfach nur nach. Es war voll schräg. Er rannte davon wie gehetzt. Fast hatte er das kleine Wäldchen erreicht, als wir drei, ohne ein Wort der Absprache, fast gleichzeitig losliefen. Wir rannten ihm nach, als ginge es um unser Leben. Winzig klein erschien er mir, als wir ihn erreichten. Er hockte neben einer Wurzel eines umgestürzten Baumes und zitterte am ganzen Körper. Schweiß lief ihm am ganzen Gesicht herunter. Halt ab! Was habe ich euch getan? Mein Gott, dieses Gesicht. Ich hatte noch nie so ein Gesicht gesehen. Benedikt und ich blieben stehen. Unsere Lungen pumpten wie verrückt. Mein Herz hämmerte. Dann näherte sich aber auch schon Biggie. Und sie ging schnurstracks auf ihn zu und hockte sich neben ihn und legte ihm den Arm um die Schultern. »Hey, wir sind's doch nur.« »Biggie?« »Ja, ich bin's. Und
da stehen Benedikt und Rainer. Wo sind sie? Wer? Die Männer aus dem Hubschrauber. Der Hubschrauber ist weitergeflogen. Die wollten nicht zu uns. Aber ich höre sie. Sie sind in der Nähe. Sie fangen meine elektrischen Wellen auf. Sie sind weg. Bestimmt. Nein! Wir zuckten alle zusammen. So erschrocken hatte ich mich schon nicht mehr, seit ich ein kleines Kind gewesen war. Aber Biggie blieb neben ihm sitzen und hielt ihn fest. Sie hielt ihn einfach nur fest, seine Hand in ihrer. Joshua, sie haben uns nicht gesehen. Aber sie hören uns. Und wenn sie uns genau geortet haben, dann kommen sie zurück. Sie wollen mich, nur mich. Gleich haben sie raus, wo wir sind. Komm, bringen wir uns in Sicherheit. Am Picknickplatz bestand Pille darauf, dass wir alle Spuren beseitigten und er beobachtete haargenau, ob wir auch alles in den Korb packten. Als wir bei ihm zu Hause reinkamen, schrie er sofort, dass wir alle Fenster verdunkeln sollten. Er schrie so laut, dass seine Mutter heruntergestürzt kam. Sie nahm ihn in die Arme und versuchte ihn zu beruhigen, was aber zuerst überhaupt nicht gelang. Er zitterte und schwitzte. Ein Glück war sie zu Hause. Ich weiß nicht, ob wir uns getraut hätten, den Notarzt zu rufen.